Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Dyson Sphere Program und ja, ich habe ein bisschen was umgebaut, nicht viel, tatsächlich wirklich sehr wenig und wir werden gleich nochmal ein bisschen umbauen. Also die größte Änderung besteht eigentlich darin, dass ich hier ein bisschen Platz geschaffen habe, um hier noch mehr zu bauen und habe dann festgestellt, eigentlich hätten wir es gar nicht gebraucht, weil wir es noch ein bisschen anders machen, aber naja, jetzt ist der Tank nun mal hier. Hier haben wir auch übrigens noch eine zusätzliche Ölquelle, die wir nutzen könnten. Genauso wie da in unmittelbarer Nähe ist noch eine. Also da könnten wir noch ein bisschen mehr erweitern, aber wir machen es jetzt erstmal auf andere Art und Weise. Ich habe übrigens die Forschung hier gestoppt, weil ich finde es immer ganz schön, wenn wir im Video die Sachen dann sehen, wenn die Forschungen fertig werden. Was ich gemacht habe, wir haben hier vier Ölraffinerien und wir werden davon jetzt noch ein paar mehr bauen. Genau genommen erstmal zwei. Die habe ich nämlich schon fertig. Wobei, vielleicht können wir ja noch ziemlich einfach. Ja. Bauen wir noch zwei weitere. Das geht ja recht zügig und nebenbei. Gut, dann sehe ich gerade noch, wir müssen hier ein wenig das Gelände ausdünnen. Oh, stopp, ich wollte doch eigentlich. Ah, das geht tatsächlich, dass man dann drüber herbaut und die sichtbaren Fundamente wieder verschwinden. Sehr schön. So, okay, euch platzieren wir so wie die anderen. Bloß dann auf dieser Seite. Frage ist, ob wir das hier mal, ja, die reißen wir da ab, wir stellen die mal auf die andere Seite, dann ist es zumindest noch so, dass es weiterlaufen kann. Dann können wir euch parallel zu den anderen. Überhaupt in Reichweite? Ja. So, dann kommst du noch dorthin. Perfekt. Jetzt habe ich das ein bisschen ungeschickt gemacht, weil jetzt ist es gerade dann schwierig, die Orte da reinzusetzen, aber es geht noch so gerade eben. Weil die müssen natürlich dort verbunden werden. Dann kopieren wir die Einstellung. Dankeschön für den Tipp. Ne? Das geht mit K, mit dem Komma. Und wenn wir dann den Punkt. Okay, das hat jetzt nicht kopiert. Also die Einstellung haben wir jetzt. Ah, okay, jetzt hat es geklappt. Keine Ahnung, warum es gerade nicht ging. So, jetzt sind die Einstellungen überall drin. Jetzt können die alle schon mal anfangen, Sachen zu produzieren. Jetzt müssen wir natürlich hier noch weitere Förderbänder bauen. Derer 2, um genau zu sein. Die starten wir mal hier. Obwohl, machen wir uns noch ein bisschen weiter. So, das kommt daran. Und Förderband Nummer 2. Das kommt dahin. So. Jetzt müssen wir noch hier die Sachen verteilen. In das Äußere muss Rohöl. Okay, machen wir das direkt. Und zwar können wir dann hier jetzt direkt auswählen, mit dem Tab, welche Ressource wir transportieren wollen. Hier das gleiche. Und auch das innere Hydrogen. Geht dann also eigentlich sehr schnell und
auch gut nachvollziehbar von der Hand, finde ich. Hydrogen und nach außen. Rohöl, das gleiche hier. Hydrogen und Rohöl. Okay, wir haben vereinzelt hier jetzt wieder Probleme mit dem Strom, wobei nur bei dem hier, dann reicht es ja, wenn wir hier nochmal einen hinsetzen. So, und jetzt haben wir hier unsere Leistung verdoppelt. Was Rohöl betrifft, das sammeln wir ja nur, aber hier Hydrogen sehen wir schon, das fängt jetzt an zu stauen, was natürlich daran liegt, dass sich die roten Würfel hier auch stauen. Das können wir hier auch nochmal verbessern, aber wir wollen das Ganze ja sowieso noch wieder ein bisschen umbauen, deswegen habe ich da jetzt fast schon wieder zu viel Zeit investiert. Aber das hier, ich denke, da fliegen wir jetzt eben schnell durch die letzte Forschung hier. Und dann haben wir gleich das X-Ray Cracking. Und da können wir dann wiederum aus dem Rohöl, aus dem Refined Oil, aus dem raffinierten Öl, das können wir dann auch noch wieder verwenden, um daraus auch Sachen herzustellen. So, wir haben es erforscht. Sehr schön. Was ist das jetzt hier? Hydrogen Fuel Rod. Okay, die können wir ruhig auch machen. Jetzt geht es eigentlich daran, dass wir aus dem vielen Rohöl, das wir hier herstellen, auch noch Sachen machen. Dafür brauchen wir die Chemiefabriken. Jetzt muss ich mal überlegen, wie wir das und vor allen Dingen, wo wir das machen. Eigentlich finde ich das hier als Platz dafür ganz gut. Ich hole mir mal eben ein paar weitere Fundamente. Weil ich glaube, die gehen uns gleich aus. Ja. So, ja, ich würde sagen, ich bereite mal eben hier ein bisschen was vor. Indem wir hier wieder Bereiche begradigen. Vielleicht hier auch noch ein bisschen. So, und dann baue ich ein bisschen was und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Okay, dann haben wir wieder ein bisschen was gebaut. Ein bisschen mehr, wenn ich euch das mal kurz zeigen darf. Gehen wir mal in die Flugposition. Das ist mein Entwurf für das Ganze. Das hat sich jetzt wesentlich schwieriger gestaltet, als ich vorher vermutet hatte, muss ich sagen. Weil, ich zeige euch das Ganze einfach mal. Die Idee ist hierhinter, wir nehmen das Ganze mal in Betrieb. Natürlich nach wie vor, Rohöl kommt hier aus unserem Ölextraktor. Dann habe ich gerade behauptet, dass wir die Chemiefabriken brauchen. Dem ist nicht so. Wir brauchten noch viel mehr Ölraffinerien. Da hatte ich schon mal den ersten Gedankenfehler. So, was jetzt passiert? Wir haben hier die ersten 1, 2, 3, 4, 5, 6 Raffinerien. Und diese Raffinerien haben allesamt das Rezept, wo wir aus Rohöl, Refined Oil und Hydrogen herstellen. Und ja, das linke Förderband ist das, wo wir das Rohöl transportieren, und die nehmen sie jeweils eins runter und dann wird sich das hier hinten anfangen zu stauen bis dorthin. Und dann haben wir zwei weitere Förderbänder und da wird es jetzt ein bisschen interessant, sagen wir mal interessant. Auf das mittlere der Förderbänder sind die Sorter so eingestellt, dass dort das Hydrogen draufgepackt wird. Und auf das rechte Förderband geht das Refined Oil, nämlich das raffinierte Öl, das wir dort dann rausholen. Ja, das ist bei allen sechs so eingestellt und funktioniert bislang auch sehr gut. Und dann haben wir hier innen nochmal zwei Reihen mit jeweils sechs weiteren Ölraffinerien. Und da haben wir ein anderes Rezept eingestellt, nämlich, dass wir aus Hydrogen und aus Refined Oil hier an dieser Stelle Energetic Graphite und Hydrogen herstellen. So,
Das funktioniert dann wie folgt. Wir holen, achso, und die stellen das Ganze her aus, das habe ich jetzt nicht gezeigt, aus einer Einheit Refined Oil und aus zwei Einheiten Hydrogen. So, gut, und das sieht dann wie folgt aus, dass wir von dem mittleren Förderband hier wieder das Hydrogen runternehmen direkt in die Raffinerie rein. Und hier nehmen wir das Refined Oil rein und packen das in unsere Raffinerie. Und gleichzeitig kommen ja dann auch wieder Hydrogen raus und das packen wir dann direkt wieder aufs mittlere Förderband. So dass die anderen Raffinerien sich da dann auf der rechten Seite auch alle daran bedienen können. Das kann jetzt und wird wahrscheinlich sogar beim ersten hier halbwegs schwierig sein, dass die immer vernünftig funktioniert. Bei den restlichen müsste das aber eigentlich der Fall sein. So, ja, sieht es auch aus. Die laufen ja alle. Gut. Dann das zweite Produkt ist, was es von den Raffinerien gibt, ist dann hier das Energetic Graphite. Das steht hier auch auf dem Förderband. Und das wird hier auf der Rückseite jeweils aufs Förderband geladen. Seht ihr hier und läuft dann hier rum wieder zurück bis nach dort vorne. Zeige ich euch gleich, was wir da im Anschluss mitmachen. Die Förderbänder fürs Refined Oil und fürs Hydrogen laufen hier rum. Und wie gesagt, hier holen sich dann die nächsten sechs Raffinerien die Sachen raus, packen das Hydrogen wieder drauf und ja, hier innen eben das Energetic Graphite dort drauf. Wir sehen schon, wir kommen jetzt in Stromprobleme, aber da müssen wir uns gleich drum kümmern. Erstmal brauchen wir ja jetzt hier im Anschluss noch Folgendes, nämlich einen Schwung von den Matrix Labs, wo wir wieder rote Würfel herstellen. Das habe ich ja jetzt hier erstmal quasi unterbrochen. Wir fangen mal hier mit den ersten dreien wieder an. Und dann nehmen wir mal direkt die besseren Sorte, nämlich wir nehmen Hydrogen raus und Energetic Graphite. Dann brauchen wir hier auch noch ein bisschen Strom, ja. Das können wir, denke ich, so machen. Und dann müsste das... Achso, wir müssen hier noch das Rezept auswählen. Und direkt geht's los. Ja, schön. Dann auf der Rückseite noch schnell das Förderband gebaut, dass die roten Würfel hier abtransportiert. Ja, perfekt. Ich laufe hier mal eben kurz entlang, damit das schnell gebaut wird. Sorte ran, damit die Würfel auch abtransportiert werden können. Und jetzt läuft das Ganze erstmal. Ein paar Besonderheiten haben wir noch. Also zum einen weiß ich jetzt nicht, ob das Rohöl reicht, was wir hier haben. Aber ne, wenn ich das so sehe, reicht es nicht für alle sechs Raffinerien. Aber wir haben ja noch mehrere Vorkommen, die wir mit dazu nehmen könnten. Das werden wir gleich auch machen. Und ich habe hier hinten einmal von unserem Storage-Tank, von dem Refined-Oil-Tank, habe ich hier einfach eine Leitung rumgebaut, hierhin, dass wir den auch mit leer machen, quasi. So, müssen wir nur hier noch... Oh. Nee, das triggert mich selber jetzt zu sehr. So. Jetzt geht das eben dort mit in den Kreislauf. Hier habe ich übrigens für das Refined Oil hier eine Schleife gebaut, damit ja, das nach wie vor dann immer... Sonst wird es sich hier halt zurückstauen und das wollte ich halt nicht. Deswegen gibt es die Möglichkeit, immer an der Stelle, wo wir es brauchen, dass es dann genutzt wird. überlegen müsste ich mir jetzt noch, ob ich vielleicht hier hinten am Hydrogen auch nochmal einen Anschluss... hier dran mache, damit die erste hier eben auch vernünftig funktioniert. Also selbst die zweite funktioniert nicht hundertprozentig, okay. Nummer 3 schon.
Ja, mal gucken. Ich glaube, ich werde es nicht machen, aber... Schauen wir mal. So, das Ganze läuft. Was wir jetzt vielleicht mal eben machen sollen, damit wir das Stromproblem ein bisschen besser in den Griff bekommen. Ich habe hier schon mal das Förderband leer geräumt gehabt. Jetzt haben wir es auch weggerissen. Dass wir hier aus dem Energetic Graphite vorübergehend ein bisschen Strom erzeugen, weil wir haben ja noch die Kollegen hier, die ich mal alle hergestellt habe. Machen wir das mal so. Jetzt habe ich über... Ich weiß nicht, ob es diese hier waren, aber irgendwo... mal was gelesen, dass man die auch miteinander koppeln kann, aber scheinbar... dem doch nicht so. Das ist etwas, das ich nicht ausprobiert habe. Manche Sachen, die habe ich auch nur gelesen. Oder kann man die vielleicht... Ach, man kann die so miteinander verbinden. Okay, dann war es das, was gemeint war. Dann packen wir da noch einen weiteren daneben. Technisch. Achso, ne, die sind schon verbunden. Okay. Und jetzt haben wir auch deutlich genug Strom. Sehr schön. Okay, hier staut sich jetzt schon einiges auf. Zumindest von dem Refined Oil ist das klar, weil wir da alles aus dem Tank auch rausholen. Dann bauen wir doch noch mal ein paar Matrix Labs. Matrix Labs, so. So. Oh. Das passiert mir übrigens sehr häufig, dass ich die falsche Taste drücke. Achso, ich kann ja natürlich auch hier das Rezept rüber kopieren. So, und hier haben wir jetzt eigentlich einen wunderbaren Kreislauf. Wir haben nur den Oil Extractor und fügen eigentlich nichts anderes von außen hinzu, außer Strom. Und erzeugen damit rote Würfel. Sehr einfach und wie ich finde auch halbwegs schnell, wenn ich jetzt so die Frequenz hier sehe. Wir können uns das auch in den Statistiken mal anschauen. Ich glaube, die Würfel sind ganz unten. Okay, das ist jetzt doch noch nicht so viel. Und es steigt auch noch kontinuierlich. Schauen wir mal, wie wo es hingeht. Okay, was jetzt offensichtlich wird, ich denke, wir kriegen gleich ein Problem mit zu wenig Hydrogen. Ah, nee, das Problem ist, denke ich, dass die hier das Refined Oil nicht loswerden. Weil der Tank jetzt erstmal losläuft. Und solange produzieren die kein Hydrogen. Und da ist noch echt viel drin. Ne, das muss ich anders machen. Gut, dann verwerfen wir mal diese ganz tolle Idee. Ups, na, da seht ihr, was ich meine, ne? Da war's wieder. Können wir denn mit dem Refined Oil keinen Strom erzeugen? Probieren wir das einfach mal. So.
Na doch, das geht. Dann können wir es auch dafür verwenden. Schon wieder. Gut, ich glaube, dann haben wir das Ganze hier am Laufen, oder? Wir haben hier auch nicht mehr so wirklich eine Überproduktion. Ich kann ja mal das, was hier gerade drauf liegt, rausnehmen. Wenn wir sehen, ob sich hier wieder was ansammelt. Ja, doch. Aber wenn wir die einfach mal entsprechend schon wieder einkürzen, dann wird da ja, selbst wenn hier mal kurz was liegen bleibt, dann wird es halt danach dann abtransportieren. Ja, so wie jetzt. Ja, scheinbar nicht anders zu handeln hier. Egal. Ich weiß jetzt gar nicht, ob... Das müsste man tatsächlich mal beobachten. Es scheint so, als ob wir ein bisschen zu wenig von dem Energetic Graphite bekommen. Da können wir ja vielleicht von hier später was mit dazufügen. Und da können wir auch schon mal ein bisschen was ausprobieren, weil es gibt hier diese Splitter. So, dann machen wir doch mal Folgendes. Erstmal landen wir und dann bauen wir einen dieser Splitter. Hierher. So und so. Dann muss der dorthin. Splitter with four directions. Stopp, das ist ja auch noch der falsche. Wir können ja die Splitter auch noch ändern, nämlich. So. Machen wir das Ganze mal so. Du musst da rein und von... Okay, dann müssen wir den einmal dort entfernen. Keine, ich habe das noch nicht gemacht, deswegen zerreißt mich nicht in der Luft, wenn das auch einfacher gegangen wäre. Alles in Reichweite, okay. So, und jetzt können wir doch hier an diesem was einstellen, genau, nämlich die Priorität. So, wir gehen jetzt erstmal her und leiten und hier wieder was zurück bis dort. Brechen wir einen ab. So, jetzt muss ich hier mal eben erst schauen, wie wir das machen. Und zwar 1 erhöht. Gehen wir von hier aus da rein. Quatsch. So. Beginnen wir unten und gehen dann
daran, genau. Oh. Wir haben keine Energie mehr. So, das ist jetzt gleich fertig gebaut. Da hinten müssen wir noch, aber ich wollte mir jetzt erstmal das hier mit den Einstellungen einschauen. Nämlich, das hier hat Priorität. Ah, okay, so funktioniert das. Das heißt, es wird immer erst, wenn von dort was kommt, wird das genommen und das nicht. Und das, okay, jetzt habe ich es verstanden. Dass wir nicht das Problem haben, dass wir hier die Leitung verstopft haben, weil von hier auch gleich ständig was kommt. Gleich heißt nämlich ab jetzt, wo das Ganze fertig gebaut ist. Oh, kein Strom. Ich setze mir mal kurz eine Tankstelle hier hin. Ist aber ruckzuck wieder voll. So, und jetzt sieht es auch so aus, als ob wir hier genug Öl produzieren. Dass wir mit diesem einen Vorkommen genug haben, um das alles hier am Laufen zu halten. Ja. Die Leitung ist verstopft. Allerdings die Refined Oil Leitung ist auch immer mal wieder verstopft, ne? Gerade noch mal, wenn ich mir da noch mal den ganzen Schwung, oder ich mache die einfach mal halbwegs leer und dann gucken wir, wie sich das entwickelt. Wird das auf Dauer zu viel, wird es nicht, oder eieiei. Das nimmt kein Ende so wirklich. Jetzt sah es gerade, jetzt sieht es mal danach aus, okay. So, jetzt lassen wir es einfach mal laufen. Wir haben keinen größeren Stau, aber es fängt sofort wieder an, sich zu stauen. Was wir vielleicht ja mal machen können, hier einen schnelleren Sorter draufpacken. Ich glaube, wir machen das noch anders. Weil wenn wir hier immer genug haben, dann ist das Problem ja eher, ein anderes. Nämlich, wir werden hier laufend genug haben, oder? Ja, Refined Oil ist immer genug. Der Hydrogen ist das Einzige, was hier vorne knapp wird. Dann machen wir Folgendes. Wir verlängern das mal. Hier. Und dann bauen wir noch einen Splitter. Das ist ja jetzt blöd. Das liegt, glaube ich, an der sehr ungünstigen Position hier, ne? Passt das dann besser mit so einem?
Ja, ist das gleiche in grün. Machen wir das hier komplett noch mal anders. So. Das nämlich so machen. Du gehst da oben rein, du gehst da rein und wir kommen da unten wieder raus. So, jetzt müssen wir hier natürlich noch die Priorität einstellen. Das ist der dort, nämlich das, was von hier kommt. Okay, wir haben hier tatsächlich zu wenig. Und im Graphite, das können wir ja hier sicherlich noch beeinflussen. Ja. Wir brauchen noch Smelter. Die Anzahl mal eben verdoppelt. Schauen wir mal, was das Ganze macht. Wie sieht es denn eigentlich stromtechnisch aus? Okay, wir haben jetzt dadurch natürlich, dass wir hinten ein bisschen Rohöl produzieren, Reserven. Ich nehme mir einfach mal den... Nehme mal zwei raus. Das heißt, hier wird wesentlich weniger verbraucht. Oh, jetzt kriegen wir aber auch mit dem einen hier nicht mehr genug. Dann bauen wir doch noch einen, oder? Bitte schnell fertig bauen. Ja,
eigentlich nicht so schlau, was ich hier jetzt gemacht habe, ne? Wir wissen ja inzwischen, wie das besser geht. Das ist wahrscheinlich das nächste, was wir gleich brauchen, schnellere Förderbänder. Apropos, wir sollten mal die Forschung hier wieder einstellen. Die habe ich jetzt schon lange ausgeschaltet gehabt. Hydrogen Full Rod, dafür brauchen wir, glaube ich, Titanium. Aber das machen wir alles im nächsten Video. Ich wollte nur noch mal schnell schauen, ob wir jetzt... Nee, haben wir leider immer noch nicht. Also wir haben jetzt auf jeden Fall genug, um die hier alle am Laufen zu halten. Können sogar noch. Ach, jetzt habe ich wieder dummerweise Fundamente gelegt. Hier noch mehr Smelter hinbauen. Weil wir sehen ja, es ist immer noch okay, die haben wir jetzt schon, das ging schnell. The data shows this is a planet without natural titanium veins. Perhaps you can get some by collecting gravel. If you need a massive titanium collection, you need to find a planet rich with titanium veins as soon as possible. Okay, wir brauchen Titanium, das habe ich gerade raushören können. So. Ja, ich glaube, dann kommen wir jetzt auch an unsere Grenzen, wenn wir die alle haben. Dann ist das nächste, was wir brauchen, schnellere Förderbänder. Aber das sagte ich, glaube ich, gerade schon mal. Gut, ja, dann würde ich sagen, wir machen für heute wieder Ende. Ist ein bisschen länger geworden, als ich geplant hatte. Ich glaube aber, das ist okay. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich hoffe, dass die Serie euch weiterhin gefällt. Lasst mich das gerne mit einem Like wissen. Und ja, dann bis bald. Macht's gut. Ciao.